Was geht ab, meine Z-Fighter, außer dir? Und heute ist auf der globalen Version das Dokkan Thank You Festival Banner erschienen. Jedoch eine Sache ganz aus vorweg, ich werde es wahrscheinlich auch kurz halten. Das hat mit einem Dankeschön nicht viel zu tun, Freunde. Ich würde jedem hier raten, eigentlich nicht zusammen, denn die Voraussetzungen in diesem Banner sind eine reine Katastrophe. Aber was meine ich damit genau? Wir schauen uns das Ganze mal genauer an. Wenn wir nämlich zum Banner gehen, wir wissen ja, das ist quasi das Tainer Battle Campaign, was auf JP online war zu der Zeit mit Full Power Goku. Dort waren 12 Charaktere featured, hatten aber nur eine 3%ige Droprate. Also 3% wurden aufgeteilt durch 12 Charaktere. Man kann pro Charakter, der featured ist, SSR natürlich, auf 0,25%. Auf Global haben wir folgendes, wir haben hier 20 Featured SSR, Freunde, ganze 20 Charaktere, aber haben hierfür die normalen SSR Featured Rates 5%, jedoch 5% aufgeteilt durch 20, da kommen wir auch auf 0,25%, also an den Prozent hat sich nichts geändert, aber es sind einfach verdammt nochmal 20 Featured SSR, also darunter den richtigen zu ziehen und den, mit dem richtigen so Hauptpreis aus diesem Banner wäre hier Ele, Vegito oder Gogeta, ist dennoch gering, Freunde. Sind wir uns ehrlich, ist dennoch gering. Ele, Vegito und Gogeta sind zwar gute Units, so ist nicht, aber ihr kommt auch ohne sie klar. In 90% der Fälle kommt ihr ohne sie klar, wenn ihr bereits ein gutes Team habt. Wo man sie vielleicht, wo sie vielleicht ein Muss wären, wäre für Super Battle Road. Aber selbst dann hat das keine Eile, Freunde. Vor allem nicht jetzt. Die Voraussetzungen in diesem Banner oder die Voraussetzungen, die uns gesetzt wurden durch dieses Banner, ist eine reine Katastrophe. Und das hat mit einem Thank You rein gar nichts zu tun. Weil da bin ich ehrlich und ich persönlich rate jeden davon ab, hier zusammen, Freunde. Wirklich. Sei es auch in Anbetracht dessen, was uns in Zukunft erwartet. Und ja, wir wissen nicht genau, ob ein Broly kommt oder ob dieser Broly, der kommt, gut wird. Aber die Chancen sind in dem Sinne sehr hoch, Freunde, dass im nächsten Zeitraum sich in Dokkan Battle, sei es Global oder JP, der Content sich um den neuen Film drehen wird. Und mit dem neuen Film kommen sehr viele neue Charaktere und ich bin mir sehr, sehr sicher, diese neuen Charaktere werden sehr gut sein. Wie gesagt, wir haben nicht die ganzen Details, wir haben keine Beschädigung, gar nichts. Da gebe ich euch recht, wenn das ein oder andere sagt. Und wenn der ein oder andere sagt, okay, wir wissen ja im Prinzip gar nicht, ob sie überhaupt kommen, wie gut sie werden. Man kann doch trotzdem sammeln. Also davor, man sollte ja nicht jetzt jeden Stone sparen. Ich sage trotzdem ja, denn wir sind kurz davor, Freunde. Wir sind vor Weihnachten, Neujahr, vor dem Dragon Ball Super Broly Film. Und in dieser Zeit und auch, wie gesagt, in der nächsten Zeit in Dokkan Battle werden viele Charaktere von dem Dragon Ball Super Broly Film sein. Nicht alle natürlich, aber sehr viele. Dokkan Battle kam damals raus, Freunde, weil Dragon Ball Super als zum allerersten Mal online kam oder zum allerersten Mal, oder Dragon Ball an sich Dragon Ball fortgeführt wurde mit Dragon Ball Super, mit dem ersten Battle of Gods Film und damit kam Dokkan Battle. Es war quasi mehr, also nicht wirklich wortwörtlich ein Promo-Game, aber damit ging Dokkan Battle in die Startlöcher. Also Dragon Ball Super ist die Hauptquelle für das Content dieses Spiels und deswegen wird in Zukunft sehr Gutes bzw. auch sehr vieles zu dem neuen Dragon Ball Super Broly Film kommen und speziell zum allerersten Banner, wo ich mir vorstellen könnte, dass ein Dual-Dokkan-Festival sein könnte. Wie gesagt, ich spoilere nicht oder so, keine Sorge. Aber dass ein Dual-Dokkan-Festival-Banner sein könnte, da wird es auf jeden Fall besser aussehen. Mit Discounts und so und so fort. Ich habe nämlich gedacht, dass es hier Discounts geben wird, weil es Tickets gibt. Aber sowas von falsch gedacht, Freunde. Diese Tickets bekommt ihr aus dem Pilaf Trove mit einer absoluten Frechheit. Es ist ein Step-Up-Kauf. Schauen wir uns das Ganze mal an. Was gibt es zum Ticket-Banner zu sagen? Es sind auch alle Charaktere gleich, 20 featured. Aber wenn man mit 10 Tickets sammelt in diesem Ticket-Banner, bekommt man garantiert einen Featured-Charakter. Also einen aus den 20. Und nicht GSSR wie normal, sondern einen aus den 20. Aber einen aus den 20, Freunde. Da stehen die Chancen trotzdem schlecht, dass man eben den richtigen zieht. Aber zum Banner selbst, zu diesem Ticket-Banner selbst, die Tickets bekommt man aus dem Pilaf Trove Dokkan Thank You Pack. Und was ist das für eine absolute Frechheit? Im Prinzip wäre es einfach eigentlich lohnenswert, wenn überhaupt, diese Tickets in diesen Ticketbanner zusammen, wenn man 10 Tickets hat, weil man dann garantiert durch diesen Multisum mit den Tickets ein Featured bekommt. Aber schaut mal, für 5,50 Euro bekommt ihr 4 Tickets. Alles andere mal abgesehen, 4 Tickets. Dann müsst ihr euch, dann schaltet ihr die nächsten frei. Bitte, was ist das für ein System? Dann bekommt ihr, nachdem ihr 5,50 Euro verballert habt, schaltet ihr 17 Euro frei. Das könnt ihr jeweils nur einmalig holen. Und bei 17 bekommt ihr nur 5. Was? Das heißt, man kommt nicht mal auf die 10 Tickets, nachdem man 2 Packs gekauft hat. Muss man also unbedingt auf das dritte zugreifen. Also lohnenswert. Das kostet 22 Euro. Da bekommt man 6 Tickets.
Ja, Leco Mio, was ist denn das? Was ist denn das für ein Thank you? Das ist die absolute Frechheit. Das ist ein reiner Rotz, Freunde. Das ist gerade ein Rant von mir, aber das muss mal gesagt werden einfach. Das ist eine absolute Frechheit, das in so einer Celebration rauszuholen. Das ist ein totaler Skip für mich, Freunde. Ich würde jedem empfehlen, hier nicht zusammen, nicht mal die Tickets zu holen. Okay, würde man aus den 5,50 € Packs 10 Tickets bekommen, dann würde ich sagen, wenn ihr wollt, schiebt die 5,50 rein und hofft darauf. Aber es ist nicht so, man muss legit auf 3 Tickets, auf 3 Packs zugreifen, damit man mehr als 10 bekommt. Und selbst dann sagt man sich, ja, dann hole ich den letzten auch noch, dann hätte ich noch 20. Nee, maximal 20 kann man sich holen und dann hätte man 2 garantierte Feature-Charaktere aus den Tickets aus 20 Stück. Lange Rede, kurz Sinn, Freunde, das Banner hat nicht die besten Voraussetzungen, ich würde so sagen, die schlechtesten Voraussetzungen. Das Banner ist überhaupt nicht gut, Freunde. Meiner Meinung nach, meine Empfehlung, skip das Ding. Ele, Vegito und Goita müssen nicht unbedingt sein. Wir wissen zwar nicht, wann sie wieder zurückkommen, ob sie besser zurückkommen werden, aber bei allem Respekt, Freunde, das muss nicht in diesem in aktuellen Zeitraum sein, in dem wir uns gerade befinden. Wie gesagt, wegen dem Film, was als nächstes kommt. Und wie gesagt, dazu habe ich auch jetzt quasi ein klares Statement gegeben, denke ich. Wir wissen zwar nicht ganz genau, wie gut die Charaktere werden, aber Fakt ist, die nächste Zeit wird sich stark um Dragon Ball Super Content drehen und wir bringen es auf Weihnachten und Neujahr zu. Da wird auf jeden Fall, da habt ihr mein Wort, was besseres Job, als das, was jetzt hier ist. Das ist eine reine Katastrophe, Freunde. Anyway, lange Rede, kurz Sinn. Lasst mich auf jeden Fall gerne wissen, was ihr davon haltet. Ich habe, wie gesagt, gestern gesagt, falls ein Discount kommt, so ein Discount-Durchlauf, dass der erste vergünstigt ist, weil ich es mir vorstellen könnte, wegen den Tickets, dass man vielleicht pro Monat die Tickets bekommt, habe ich gestern gesagt, ja, vielleicht werde ich einen Versuch geben, aber so niemals, Freunde. In dem Sinne wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done, next time you ain't won't be around.